Fußball ist Leidenschaft. Die Generali Arena ist für mich ein Zuhause. Für die Austria zu spielen bedeutet für mich Großes zu erreichen. Am wenigsten mag ich am Fußball das Verlieren. Mein größtes Hobby neben dem Fußballspielen ist, mit Freunden viel zu machen und Tischtennis zu spielen. Mein Lebensmotto ist, immer glücklich zu sein. Mein Idol ist Ori. Mein bester Moment war das Debüt im Derby. Von meinem ersten Profigehalt bin ich schick essen gegangen mit meiner Freundin. Meine Eltern haben immer gesagt, ich soll die Schule abschließen. In meinem Spind findet ihr zurzeit einen Werkzeugkoffer zum Aufbauen vom Tischtennistisch. Ja, also ich habe einmal aufgebaut und bin ja, glaube ich, am längsten immer am Tischtennistisch und ja, schaue immer, dass alles passt. Na, den haben wir sie vor knapp einem Monat, glaube ich, bestellt. Hat der Monchi bestellt und ich habe ihn dann aufgebaut und jetzt da haben wir ein Turnier und kämpfen jeder gegen jeden immer und ich schaue da, dass da alles rumrennt. Der Mensch, der mich am meisten unterstützt, ist meine Freundin. Wenn ich einen Tag mit jemandem tauschen könnte, wäre es Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar. Gibt's genug. Einmal im Leben sollte jeder mal komplett abschalten können, Zeit mit Freunden genießen und extrem viel Spaß haben. Am längsten in der Kabine braucht der Mike. Die beste Stimmung in der Kabine macht Max Sachs. Er ist ein extrem lustiger Mensch, ist immer gut drauf und weiß immer, was man als Blödsinn machen kann, dass jeder lachen kann. Den besten Musikgeschmack hat auch der Mike Mal, weil er ist, glaube ich, der Einzige, der was wirklich auftrat. Fitness bedeutet für mich sehr viel, weil meine Freundin ist auch Fitnesstrainerin und mit der bin ich auch oft im Studio. Und es bedeutet echt viel, dass man immer gesund ist und 100% da ist, dass man seine beste Leistung geben kann. Ich habe die Rückennummer 9, weil sie mir zugeteilt wurde. Mein Karriereziel ist Deutsche Bundesliga oder Premier League.